Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jung, Brutal, Vegan Podcast. Heute reden wir über Feminismus und Veganismus und wie das Ganze zusammenhängt. Dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Würde ich mir selber einfach vorstellen. Hi, ich bin Leonie. Ich bin seit ungefähr 2,5 Jahren vegan und genau, wurde heute von Jung, Brutal, Vegan eingeladen, über Feminismus zu reden. Hast du einen Hintergrund zu Feminismus oder wie kennst du dich da aus? Also ich habe mich, ich würde sagen, in der Abi-Zeit langsam immer mich mehr damit befasst und beschäftigt. Genau, so einige Bücher über Feminismus gelesen und mich einfach irgendwie sehr da reingefunden in der Bewegung und mich auch irgendwie dadurch sehr wohl gefühlt habe, eine Frau zu sein, weil ich da oft irgendwie mit gestruggelt habe und es hat irgendwie mir voll viel Stärke gegeben und deswegen habe ich mich voll interessiert über Feminismus und weiter. Und du hast ja eine These für heute vorbereitet, oder? Genau. Also erstmal dachte ich, dass wir damit anfangen, erstmal zu definieren, was Feminismus und Veganismus ist, damit wir in unserer Argumentation immer uns klar sind, was unser Base ist. Also ich hätte jetzt einfach grob gesagt, dass Feminismus die Gerechtigkeitsbewegung ist, die aufgrund von der Diskriminierung, dass wir halt aufgrund von Geschlechtern diskriminieren, entstanden ist. Also sie versucht, die Gegenwirkung zu Sexismus zu sein. Und Veganismus in dem Sinne halt versucht, die Diskriminierung aufgrund von Speziesismus zu bekämpfen. Wir wollen jetzt damit auch klarstellen, dass wir nicht sagen, dass Tiere aufgrund von Sexismus ausgebeutet werden, wenn wir darüber reden, wie Feminismus und Veganismus korrelieren oder wie die zusammenhängen. Dennoch sind einige von uns der Meinung, dass Feminismus was mit Veganismus zu tun hat. Also es gibt einige Überschneidungen der Kernpunkte von Feminismus und deswegen sind wir heute hier da, um zu diskutieren, ob Menschen, die sich als FeministInnen bezeichnen, sich vielleicht auch mit Veganismus beschäftigen sollten. Ja. Sehr schön, sehr schön. Was ist denn Speziesismus? Nochmal für alle, die das nicht wissen. Hast du da eine oder hat jemand von euch eine Definition auf Lager? Speziesismus. Schwieriges Wort. Ich werde das Wort nicht sagen, aber es ist eine arbiträre Diskriminierung gegenüber Lebensformen, die nicht als Menschen identifiziert sind, das heißt nicht Homo sapiens, im Normalfall, weil andere Spezien nicht diskriminieren können, weil sie nicht die moralen Kapazitäten haben wie wir. Genau. Oder ein einfaches Beispiel, warum wir keine Hunde essen, aber Schweine schon, Kühe schon, Hühner schon, obwohl es alles Tiere sind und wir aufgrund deren Spezies die anders behandeln. Ja, genau. Sind wir alle intersektionelle Feministen? Natürlich. Ja. Ich glaube schon. Sonst was, ist man keine Feministin. Was heißt Intersektionalität? Naja, dass man sagt Intersectional Feminism, dass man einfach durch alle Schichten der Gesellschaft alle Menschen mit einbezieht in diese Bewegung. Und da kann man ein bisschen argumentieren, wie weit es geht. Aber für mich persönlich bedeutet das auch, dass man auch nichtmenschliche Tiere in die Bewegung mit einbezieht. Das wird heute das Thema sein. Ja. Was würdet ihr sagen, welche Gemeinsamkeiten in Bezug auf Werte haben denn Feminismus und Veganismus? Welche Gemeinsamkeiten? Also ich finde, ein Kernpunkt von Feminismus ist ja auch die Selbstbestimmung des eigenen Körpers. Also in unserer Gesellschaft wird sehr oft darüber geredet, dass die Frauen halt Selbstbestimmung über einen Körper zurückgegeben wird. Zum Beispiel bei jetzt Anti-Abtreibungsgesetzen, aber natürlich ist es auch nicht geschlechterbehaftet. Also es ist auch für die männlichen Körper. Und ich finde, dass da halt irgendwie eine Überschneidung gibt zu Veganismus, weil wir sagen, wir müssen den Tieren die Selbstbestimmung über ihre Körper zurückgeben und nehmen das halt den Tieren weg, indem wir sie halt für unser Essen oder unsere Pleasure ausbeuten. Und dass da irgendwie Überschneidung gibt. Ja. Genau. Also ich denke, wir stimmen in der Hinsicht alle zu, dass beides ja also im Prinzip Formen der Ungerechtigkeit sind, die sich auf das Wohlbefinden der Individuen auswirken, also der bewussten Individuen. Allerdings gibt es natürlich auch Leute, die Feminismus anders definieren in der Form, dass es mit der sozialen Vertragstheorie zu tun hat, dass man sagt, okay, weil wir in der Lage sind, als weibliche, männliche Menschen oder queer Personen mit anderen zu kooperieren und durch unsere Sprache zu kooperieren und Verträge aufzubauen, sollten wir deswegen intersektionell feministisch sein, auf Menschen bezogen, weil wir soziale Verträge mit anderen Menschen eingehen können,
was manche Leute behaupten, können Tiere nicht mit uns eingehen, weil Tiere nicht unsere Rechte respektieren können, weil sie kein Konzept haben von unseren Rechten. Das ist nicht eine Position, die ich vertrete, aber das ist ein Argument, was bestimmte Feministen machen könnten, um nicht vegan zu sein. Was ich jetzt aber gar nicht weiß, sind wir jetzt alle der gleichen Meinung? Oder also ist jemand dagegen, dass man Feminismus und Veganismus vergleicht? Oder also, dass es nicht korreliert oder dass man oder sich nicht mit Veganismus beschäftigen sollte, wenn man... Oder dass man halt generell nicht Tiere mit Menschen vergleichen soll zum Beispiel? Oder? Also ich finde, es geht nicht um einen Vergleich, sondern einfach Überschneidungen der Bewegung, oder? Dass man... Ja. Würde ich auch sagen. Also Tiere und Menschen zu vergleichen ist immer schwierig, weil... also würde es mich persönlich jetzt nicht stören, aber es ist natürlich für jeden auch unterschiedlich. Vor allem, wenn es um Diskriminierung geht, führt es, glaube ich, auch oft dazu, dass Leute sich so fühlen, als würde ihnen irgendwas aberkannt. Also als würde ihnen aberkannt, wie schlimm Diskriminierung für sie ist, wenn sie mit Tieren verglichen werden. Und deswegen glaube ich, dass das auch nicht unbedingt notwendig ist. Vielmehr, wie Nini schon gesagt hat, geht es darum, dass gleiche Werte vertreten werden. Und dass in einer Gesellschaft, in der wir versuchen, den Feminismus oder eine feministische Welt anzustreben, eine Gleichberechtigung aller Menschen, aller Geschlechter, in der sollten auch angestrebt werden, dass wir alle Tiere als eigenständige Wesen sehen. Weil wenn das eine nicht existiert, dann kann das andere auch nicht nachhaltig existieren. Das ist ein guter Punkt und ich würde auch zustimmen. Allerdings, um vielleicht... die Diskussion ein bisschen auszuweiten, wäre meine Frage an euch, und das ist ein hypothetisches Szenario, ich denke nicht, dass es ein Szenario ist, was existiert unbedingt, aber würdet ihr für eine feministische Bewegung sein, wenn eine der Parteien, ob es weiblich, männlich ist oder queer, was auch immer, wenn die Ungleichberechtigung zu mehr Wohlbefinden führen würde? Das heißt, wenn wir nicht gleichberechtigen, wenn bestimmte soziale Strukturen haben, die zwischen diesen Geschlechtern differenzieren. Also sehr altgebackene Sachen werden, Frauen müssen zu Hause kochen. Wenn das wirklich so wäre, und ich sage nicht, dass es so ist, dass das zu mehr Wohlbefinden für die weiblichen und männlichen Individuen führen würde, würdet ihr dafür sein oder würdet ihr eher für die Gleichberechtigung sein in diesem hypothetischen Szenario? Aber ich finde die Frage irgendwie misguided, weil es gibt kein Wohlbefinden, wenn es Ungleichheit. Deswegen meine ich hypothetisches Szenario, weil dann ist für mich ist wichtig herauszufinden, ist eure Position, dass es um die Gleichberechtigung geht, oder ist eure Position, dass es euch um das Wohlbefinden geht, was durch die Gleichberechtigung kommt? Also für mich geht es einher, wenn Gleichberechtigung herrscht zwischen diesen beiden Parteien oder drei Parteien oder allen Lebewesen auf dem Planeten, dann ist das Ideal, was ich anstreben würde. Und was ist, wenn es in irgendeiner Form, es muss ja nicht so extrem sein, wie ich es jetzt dargestellt habe, in irgendeiner Form eine Ungleichberechtigung zu mehr Wohlbefinden führt für die einzelnen Parteien? Wie seht ihr es dann? Würdet ihr trotzdem die Gleichberechtigung anstreben? Wenn jemand Gleichberechtigung als wahrnimmt, dass es ihm mehr Wohlbefinden gibt, dass diese Person mehr Wohlbefinden bekommt, dann wird sie es nicht als Diskriminierung spüren. Und ich glaube, ich persönlich, jetzt aus dem Stegreif, würde dafür streben, eine Welt, mit der Leid minimiert wird. Und deswegen, ich bin Feminist, ich bin Veganist. Ich bin vegan. weil es mir darum geht, dass ich möchte, dass Leid minimiert wird. In diesem hypothetischen Szenario schätze ich, würde das so sein, aber es existiert ja so, wie du gesagt hast. Das ist genau der Punkt. Aber das ist was vielleicht eine wichtige Frage ist, weil manche Personen können vielleicht das mit dem Veganismus so ansehen, dass diese Ungleichberechtigung zwischen diesen Parteien vielleicht sogar zu mehr Wohlbefinden führt. Manche Leute mögen diese Meinung vertreten. Ja, Menschen, die gegen Feminismus sind wahrscheinlich. Dass die Ausbeutung von Tieren zu mehr Wohlbefinden von Menschen führt. Genau, von Menschen führt oder insgesamt sogar vielleicht. Und Frauen. Und Frauen. Ja, also gut, aber da ist ja immer nur die ausbeutende Partei, die das Wohlbefinden spürt. Also Männer oder halt Menschen in dem... Ja, aber die Frage ist dann, wenn es das Szenario so wäre, dass die Partei, die das bekommt, das Wohlbefinden, durch die Ungleichberechtigung bekommt das insgesamte Gesellschaft dadurch mehr Wohlbefinden? Also verlieren die
Tiere im Prinzip weniger als wir gewinnen. Ja, aber ich und dann ist die Frage, ja. Sollen wir auf die Gleichberechtigung schauen? Heißt das, jeder den Zugang zum Wohlbefinden hat, auch wenn alle dadurch sagen wir ein schlechteres Leben insgesamt als Masse haben? Oder sollen wir dafür sorgen, dass das Wohlbefinden insgesamt maximiert wird? Also ich glaube, worauf du hinaus willst als Utilitarist ist, dass wir immer aufs Wohlbefinden schauen sollten. Ich finde, wir sind jetzt schon sehr theoretisch in diesem Kernargument drin, aber ich finde, wir sollten nochmal vorher klären. Mhm. Wir haben ja schon das Ziel genannt, Gleichberechtigung oder Selbstbestimmung. Mhm. Aber es gibt ja noch andere ähnliche oder überschneidende Ziele von Feminismus und Veganismus, zum Beispiel einfach frei von Leiden sein, also gegen Gewalt, Würde und Respekt für alle, Frauen und Tiere, Gleichstellung und eben auch reproduktive Selbstbestimmung, also auch, dass Schwangerschaftsabbrüche möglich sind oder halt bei Tieren, dass wir die nicht zwingen, sich fortzupflanzen und so weiter. Also das sind ja noch ähnliche Ziele. Und wir haben noch gar nicht das Wort Patriarchat genannt. Was denkt ihr darüber? Also das hat ja die Frau in dem Vortrag gesagt, dass das der gemeinsame Feind wäre von beiden Bewegungen. Genau, ja. Wieso, denkt ihr? Also? Also ich finde, unsere patriarchalische Gesellschaft, ist auch so ein schwieriges Wort zu sagen, führt halt dazu, dass in erster Linie halt dann Menschen, die halt nicht vom männlichen Geschlecht sind, ausgebeutet werden oder als Niederhalt gestellt werden. Wobei man auch sagen muss, dass auch mittlerweile Männern auch negative Folgen des Patriarchats ziehen. Also es wurde von Männern geschafft, mittlerweile leiden wir aber alle drunter. Was ist denn das eigentlich, das Patriarchat? Ja, ich hatte hier eine Definition aufgeschrieben. Ach, okay, ja, gut. Dann. Ich hau mal raus. Unter Patriarchat ist ein männlich dominiertes System zu verstehen, in welchem Frauen weniger Privilegien besitzen. Aber es ist halt auch wichtig, darunter zu verstehen, dass Männer auch darunter leiden. Es gibt zwar viele Privilegien, die wir Männer aufgeben müssen. Es gibt, das habe ich gefunden, online, es gibt eine Liste mit Privilegien, für die Männer in unserem patriarchalischen System haben. Die können wir gerne unten verlinken. Dann könnt ihr euch das mal durchlesen und gucken, inwiefern ihr da euch wiederfindet, vor allem als Männer, aber es ist vielleicht auch interessant für Frauen. Mhm. Aber es ist halt auch ein großer Gewinn an Lebensqualität, den Männer aus einer gleichberechtigten Welt ziehen können, weil wir auch unter diesen Rollenbildern leiden, dass Männer stark die toxische Männlichkeit, genau. Dass wir stark sein müssen, dass wir nicht weinen dürfen, keine Emotionen zeigen. Und das geht ja ewig so weiter in allen Lebensbereichen. Hat das Patriarchat oder ist das Patriarchat äquivalent zu der toxischen Maskulinität? Oder ist das eher sexbasiert? Oder ist es eher was basiert? Angeboren. Also ich habe es einfach noch nicht verstanden, sexbasiert. Ja, sexbasiert. So. Mhm. Na, ich würde sagen, das Patriarchat hat schon diese Geschlechterdefinition erschaffen, also das, was Frauen oder weibliche Menschen sein sollten oder männliche Menschen sein sollten, und daraus hat es halt dieses Bild von toxischer Männlichkeit geschaffen. Mhm. Ja, ich würde sagen, toxische Männlichkeit ist so die maximalste Ausprägung oder die extremste Ausprägung des männlichen Rollenbilds. So. Mhm. Okay. Würdet ihr sagen, dass, wenn die feministischen Bewegungen ihr Ziel erreichen wollen, müssen auch die Menschen auch vegan sein? Also müssen beide quasi ihr Ziel erfüllen, damit das überhaupt klappt? Oder würdet ihr sagen, die können auch einzeln zum Erfolg kommen? Ich würde sagen, ja, weil alle Arten von Diskriminierung und Gleichgerechtigkeitsbewegungen gehen halt Hand in Hand. Wir können halt nicht in einer befreiten Gesellschaft leben, wenn es immer noch irgendeine Art von Diskriminierung gibt. Also unsere Gesellschaft ist nicht frei von Sexismus, wenn es immer noch Speziesismus gibt. Speziesismus. Genau, weil sobald es eine Art von Diskriminierung gibt, ermöglicht es auch viel schneller, andere Arten von Diskriminierung wieder hervorzurufen. Das heißt, wenn wir Sexismus verbannt haben aus unserer Gesellschaft und alle Geschlechter sind wirklich gleichgestellt, beuten wir aber trotzdem andere Tiere aus, ist das viel leichter, wieder diese Diskriminierungsform aufzugreifen. Also es ist halt dieser Kerngedanke, niemand ist frei, bis alle komplett frei sind. Ja, so. Das ist ein guter Satz, den habe ich mir extra aufgeschrieben. Ja, den gibt es auch so oft in alle Bewegungen. Ja. Ich denke, es wäre möglich, aber es ist ein sehr obskures Szenario, was ich denke, also dass wir nicht unbedingt sehen wollen würden, dass Leute, die halt die Tiere mit einbeziehen. Es wäre vielleicht ein scheinheiliges Szenario. Es wäre sehr scheinheilig, sicherlich. Genau, ja. Und ich denke auch, und das ist oftmals meine Kritik an unserer, sagen wir so,
kapitalistisch orientierten Gesellschaft, dass wir probieren, so Probleme wie die mit der Tierindustrie zu lösen, indem wir zum Beispiel an Lab-Grown Meat denken oder an Fleischalternativen, weil letztendlich, was unsere Gesellschaft eigentlich voranbringen sollte, ist das Verständnis über eine Ethik, die darüber hinaus wächst, was wir bekommen können. Und zu sagen, okay, ich bin dann vegan, wenn es im Prinzip fast genauso ist wie Fleisch zu essen, weil es dann halt diese Produkte gibt, dann macht man nicht wirklich was moralisch Präferables oder man gibt sich nicht den Effort. Genau, die Menschen versuchen, Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Genau, und das ist halt auch selbst in der veganen Bewegung so, dass viele VeganerInnen auch vielleicht andere Aspektweisen ignorieren, weil sie sich zum Beispiel auf den Veganismus auch gewisserweise aufhängen, obwohl der natürlich am weitreichendsten ist, indem halt auch andere Spezien aufgreift. Dennoch gibt es ja auch so Sachen wie Armut in anderen Ländern, welche auch Ungleichheiten sind, die man mit seiner Bewegung sozusagen außer Acht lässt. Genau, deswegen gehen halt eigentlich alle Bewegungen einher. Ne? Der Kampf gegen Kapitalismus, gegen Sexismus, Rassismus, Speziesismus, das ist eigentlich alles in einem das Gleiche gegen Diskriminierung. Ja, viele sagen ja auch, die können, oder wenn ich mit Menschen spreche, die schon aktivistisch unterwegs sind, wie zum Beispiel für Feminismus oder gegen oder für Kinderrechte, gegen Armut, und sagen dann oft, dass ja jetzt noch vegan werden, sei halt total aufwendig und schwierig und so. Und das finde ich halt, oder die sagen, sie machen das eine, deswegen können sie nicht das andere auch noch machen. Und das ist halt leider nicht wahr. Also man kann ja trotzdem vegan essen, man muss ja nicht veganer Aktivist sein, Tierrechtsaktivist, man kann ja trotzdem noch feministische Poetry Slams organisieren, aber vegan leben, also vegan sich ernähren und Kleidung kaufen und so weiter. Also es geht ja trotzdem, ist ja trotzdem machbar. Ja, ne? Ja. Ein guter Vergleich, der mir dazu gerade einfällt, es ist so, als würde man sagen, ich bin gerade Feminist, deswegen kann ich nicht aufhören, Leute wegen ihrer Hautfarbe zu diskriminieren oder so. Weißt du, weil es ist am Endeffekt das Gleiche. So, ja. Oder ähnlich. Vergleiche, ja. Vergleiche sind immer schwierig. Ja. Aber nur weil man Feminist ist oder Feministin, heißt das nicht, dass man nicht gegen andere Formen der Diskriminierung sein kann. Ganz im Gegenteil. Ja, man muss halt nicht Aktivistin sein, weil man hat nur begrenzte Kapazitäten, Aktivismus zu betreiben. Mhm. Aber man kann schon seine Ideologien oder seine Wertschätze so anpassen. Das ist, ja. Allerdings würde ich gerne auch sagen, dass ich denke, dass jeder zu einem gewissen Grad eine Heuchlerin ist. Inklusive uns. Und ich denke, es ist halt auch wichtig zu verstehen, dass nicht alle unbedingt die Entscheidungsfreiheit haben, auch bestimmte Weltbilder zu haben. Und dass es natürlich präferabel ist, diese Menschen, inklusive uns, davon zu informieren und die Bildung und die offene Kommunikation zu behalten, um zu einer Gesellschaft sich zu entwickeln, wo Feminismus gestärkt wird, wo Veganismus gestärkt wird. Und ich denke, dass wenn wir auf einer bestimmten Bewegung uns verharren, dass es oft dazu führen kann, dass wir halt genau andere Probleme außer Acht lassen, die sich eigentlich zumindest von unserem täglichen Verhalten leicht lösen lassen. Und natürlich braucht alles etwas Energie, aber ja. Ja, ich denke, wenn jetzt FeministInnen zuschauen und die noch nicht so ganz überzeugt sind von unseren Argumenten, wäre es noch hilfreich, die 4 Verknüpfungen weiter darzustellen, also die Objektivierung, die Gewalt, die Sprache und die Unannehmlichkeiten, die auch von dem Vortrag sind, den wir auch verlinken können unten, weil ich glaube, das kann helfen, sich in die Rolle des Tieres zu versetzen, weil eben da viele gleiche Mechanismen einfach wirken, und vielleicht können wir einfach bei Objektivierung anfangen. Oder willst du was? Ich wollte noch eine Sache anschneiden, warum ich trotzdem denke, dass es sinnvoll ist, zu differenzieren. Weil was wir als Menschen eigentlich oftmals machen, ist, um differenzieren zwischen Feminismus, Veganismus, Sexismus, ist ja im Feminismus drin, tut mir leid, Rassismus, dass wir zu den Grad dort diskriminieren und unterscheiden, weil Menschen tendieren dazu, in Kategorien zu denken, um Informationen leichter zu verarbeiten. Das heißt nicht, dass es nicht Überschneidungen gibt, aber wenn ich über die Thematik des Feminismus zum Beispiel rede, dann will ich mich ja genau auf zum Beispiel auf das Thema
okay, diese menschlichen Frauen oder bestimmte Gruppe wird diskriminiert, dann bringt es nichts zu sagen, okay, Feminismus heißt auch Veganismus, weil ich dann in diesem spezifischen Kontext über eine Problematik rede. Äpfel und Birnen sind sich eigentlich sehr ähnlich, aber ich muss sie trotzdem differenzieren kommen, genau, um darüber zu reden. Ich glaube, wir wollen auch damit nicht sagen, dass es das Gleiche ist und ja, komplett die gleichen Ziele hat, die Bewegungen oder die gleichen Werte, aber es gibt schon einige, ja, die du aufgezählt hast, einige Kernpunkte oder Überlegungen vom Feminismus, die, wenn man die Idee erweitert, man halt auch auf Tieren oder Tieren mit einbeziehen kann in diesen Ideen oder merkt, dass wir das Gleiche auch zu den Tieren tun, wie das Patriarchat zu Frauen oder nicht-binären Menschen. Ja, deswegen ist auch wichtig, dass wir nicht sagen wollen, dass eine Feministin oder ein Feminist jetzt kein... Du hast schon gedacht. Ja, das ist schwierig, aber ich habe die gesagt vorher, deswegen kompliziert. auf jeden Fall ist man trotzdem ein richtiger Feminist oder eine richtige Feministin, auch wenn man kein nicht vegan lebt. Aber wenn man schon diesen Grundgedanken verfolgt, gegen Diskriminierung zu sein, dann macht es einfach keinen Sinn, bei Tieren aufzuhören. Genau, weil es diese wahrscheinlich gibt. Es macht Sinn, wenn man... Es macht Sinn, wenn man einen sozialen vertragstheoretischen Standpunkt dazu zieht. Ja, aber der soziale Vertrag... Ich stimme dem sicherlich nicht zu, aber wenn du sagst, okay, nur Menschen können mit Menschen halt soziale Verträge eingehen, dann kann man natürlich Tiere arbiträr ausschließen, weil es dann nicht um das Leiden als solches geht. Ja, aber viele Menschen glauben, glaube ich, auch nicht. Ich denke auch, dass die meisten, was reproduktive Rechte angeht und Freiheit zur Selbstentfaltung, dass es da nicht darum geht, weil ich mit anderen irgendeinen Vertrag eingehen kann, sozial. Manche tun das aber. Und für diese Leute kann ich schwer was gegen sagen. Ich kann nur den Personen. Aber hat dieser Vertrag im Grunde genommen nicht Speziesismus drin? Er hat Speziesismus drin. Die Theorie. Ja, genau, dass die Theorie halt das nicht berücksichtigt. Die Sache ist, sie hat eine, ich würde sagen, das ist ein komischer Zusammenhang, eine arbiträr objektive Diskriminierung, weil es ein Faktor ist, der bei Tieren nicht so existiert wie bei Menschen, dass sie mit uns keine sozialen Verträge eingehen können. Wenn wir zum Beispiel Außerirdische haben, die also eine bestimmte Intelligenz haben, mit uns soziale Verträge einzugehen, ist das was anderes. Aber bei Tieren ist das zum großen Kater nicht der Fall. Ja, aber ich vertrete das nicht. Ich weiß. Aber ich finde es halt irgendwie interessant, dass Sie das sagen, weil irgendwie stuft man ja dann Tiere unter uns. Sie können keine Verträge mit uns eingehen, deswegen ist das okay, wenn wir sie nicht gleich berechtigen. Genau, was ist mit Menschen, die keine Verträge mit uns eingehen können? Ja, wenn diese Menschen konsistent, und ich kenne, also ich habe eine Person, Freund von der Inn, den Standpunkt des sozialen Vertrags, und da sind halt so Problematiken auch, was Leute mit erschwerter kognitiver Fähigkeit angeht, die dann auch keine sozialen Verträge, oder Kinder, die dann erst zukünftig diese soziale Vertragsfähigkeit erlangen. Allerdings, wenn die diese Annahmen akzeptieren, dass es egal sein kann, dann ist deren Position zumindest in der Hinsicht nicht inkonsistent. Da muss ich gerade an ein Gespräch denken, was Earthling Ed geführt hat, mit jemandem, der diese soziale Vertragstheorie wirklich konsistent versucht hat zu verfolgen. Ich verweise jetzt einfach drauf, wir können das auch unten verlinken, weil im Endeffekt in diesem Gespräch hat man auch gemerkt, dass diese Person theoretisch sehr stark von dieser Theorie überzeugt war, aber moralisch ist immer trotzdem noch als falsch, sich falsch angefühlt hat, dann Tiere misshandeln zu lassen, obwohl man diese Theorie verfolgt. Also ich glaube, viele Leute stimmen dem theoretisch zu, aber im Herzen, von Emotionen her, würden sie es trotzdem am Ende, ist es eigentlich nicht die Moral oder die Werteeinstellung, die sie haben. Wir wollten eigentlich auf deine Punkte eingehen. Ja. Wir sind ein bisschen abgeschlossen. Alles gut. Also ich wollte bei Objektivierung anfangen. Objektifizierung, glaube ich. Objektivierung habe ich gefunden. Also ist so egal. Im Allgemeinen, wenn... Ich glaube, das ist das Englische, Objectification. Ja. Okay. Das ist vielleicht irgendwas anderes auf Deutsch. Also wenn halt die Stärkeren, die Schwächeren zu Objekten machen,
weil es einfach ist, mit Objekten zu tun, was man möchte, weil Objekte halt keine Gefühle haben und Objekte uns dienen. Und das ist halt ein gutes Tool, was halt eben im Feminismus, bei Frauen angewandt wurde oder wird und halt auch bei Tieren. Also man kann ja pauschal sagen, Tiere werden bei uns in der Gesellschaft objectified. Und Frauen halt zum größten Teil auch. Also ne, sei es irgendwie das Aussehen, sei es einfach ihr Körper. Und bei Tieren halt das Gleiche. Und Tiere sind schwächer als Menschen, angeblich. Und Frauen sind auch schwächer als Männer. Deswegen gibt es da diese gleichen Mechanismen. Schwächer in welcher? Sorry, ich musste ein bisschen pingelig sein. Schwächer in welcher Sicht? Körperlich. Physisch. Physiologisch. Ja. Wobei, wenn man irgendwie das Patriarchat verfolgt, dann werden Frauen ja auch als nicht so intelligent wie Männer eingestuft. Genau, das oder, auch. Ja. Also, ja. Ich würde generell schwächer in jedem Sinne eigentlich, dass sie das Geschlecht als generell allgemein schwächer darstellen lassen. Sie werden ja auch nicht ernst genommen in Führungspositionen oder so. Da gibt es auch eher Studien dazu. Also Frauen jetzt meine ich. Ja. die ganzen Tiere in den Führungspositionen. Ja. Ja, genau, das ist halt die Ausrede, die oft angewandt wird. Ne? Ja, das Tier ist ja dumm. Ich kann ja, das versteht es ja gar nicht, weil die Frau ist ja zu dumm dafür, bla bla bla. Das ist ja auch eine Sache, die ich immer erstaunlich finde. Selbst wenn es der Fall sein sollte, also Tiere sind ja eigentlich schon nicht so schlau wie wir. Jetzt im Sinne von, dass wir mehr Sachen machen können mit unseren Gehirn. Aber Intelligenz sollte nicht der entscheidende Faktor sein für uns, um zu diskriminieren, weil es und gibt auch nicht physische Stärke. Ja, es gibt ja auch neurodivergente Menschen, die aufgrund von Gehirn, also neuronalen Einschränkungen, einfach auch nicht die gleichen Fähigkeiten haben wie wir. Genau. Was uns letztendlich wichtig ist, sind die Emotionen, die diese Menschen. Leid zu spüren. Genau. Ja. Und die Intelligenz ist in dem Sinne vielleicht nur wichtig, indem sie mit ihrer Intelligenz mehr oder weniger zum Guten der Gesellschaft beitragen können. Ja, und was ja in unserer Gesellschaft sehr, sehr verbreitet ist, dass man für jede mögliche Art von Werbung Frauenkörper benutzt, also möglichst schöne, attraktive Frauenkörper benutzt. Mir fällt da zum Beispiel die Werbung mit Dieter Bohlen ein und dem Brutzler, wo er so sagt, ja, das ist knackig und dann kommt da so ein Arsch ins Bild gelaufen und so. Und das ist halt... Ist halt 2008 oder so. Also es ist, glaube ich, mittlerweile besser, aber in manchen Ländern ist es halt immer noch so, dass... Wird halt auch oft mit Fleisch verbunden. Genau, das auch. Ja. Ja. Das ist halt die Gemeinsamkeit, weil auch Tiere werden oft in Werbung dann so schön dargestellt, glückliche Tiere und oder deren Körper. Ja. Es ist subtiler geworden, glaube ich, in Deutschland, weil du meinst, aber ich glaube, es ist immer noch stark da, das Werben. Ja. Einfach Musikvideos mit irgendwelchen Rappern und seinen ganzen Bitches. Es wurde, also was mir auch aufgefallen ist teilweise, dass ursprünglich wohl ja Männer oftmals, also es ist auch ein Feminismus-Thema, dass Männer in Werbungen dann immer als starke Fleischesser dargestellt werden. Ja. Was interessant jetzt ist, dass es auch auf weibliche Personen projiziert wird, dass wir dieses alte Talk, also ich würde das als toxisch maskulin beschreiben, das jetzt in den Feminismus teilweise auch sehen, wie das mit eingearbeitet wird, dass Frauen können auch Fleisch essen und sind auch stark, wenn sie dieses Fleisch essen. Und Fleisch essen ist sexy und das ist... Ja. Gibt es das, ja? Das habe ich auch schon gehört. Erstens, dass Fleisch essen sexy ist. So, keine Ahnung, wenn Frauen viel essen können, aber trotzdem irgendwie super schlank sind. Das ist irgendwie auch ein ganz anderes Paradoxon. Ja, das wird oft irgendwie in Serien oder Büchern oder so, oder Filmen so dargestellt. Ja. So die perfekte Frau, keine Ahnung. Aber nimmt nie zu oder muss nie Sport machen. Aber wenn Frauen viel Alkohol trinken können, so viel wie die Dudes, ist auch richtig. Ja, cool. Die richtig mithalten und sind echte Typen. Ah. Aber es ist sehr interessant, dass irgendwie Fleischessen immer sehr mit maskulinen Traits irgendwie verbunden wird. Ja. Und das Ergreifen dieser Prägungen, dieser maskulinen, also arbiter maskulinen Prägungen, dann als Feminismus verkauft wird. Was, kurz vor, was heißt arbiträr? Willkürlich, danke. Alles klar. Weil es ist, dass man sagt, ja, okay, wenn Frauen jetzt so stark sind und auch Fleisch essen können, dann wird das halt als Feminismus
irgendwie abgestempelt. Und es ist irgendwie eine gruselige Idee in der Gesellschaft, dass wir sagen, okay, dass Frauen können das gleiche Übel machen wie Männer. Ja, wir sollen das Übel, wenn wir schon dabei sind, gleich wir sollen das Übel in die andere Richtung. Genau. Genau. So, ja. Aber nochmal zur Werbung. Was wäre denn, gäbe es da eigentlich eine Lösung für? Wie kann man Werbung machen, die ethisch, moralisch und feministisch ist? Keine Werbung. Ich glaube, genau. Nein, ist Werbung überhaupt irgendwie ethisch? Das ist eine andere Diskussion. Es gab ja auch schon mal eine Petition, dass in Berlin keine Werbung mehr öffentlich aufgegangen wird. Ja. Leider nicht durchgegangen, aber... Wir haben Instagram, das ist unmöglich. Fernsehwerbung, ja. Aber ich glaube, der einfachste Punkt ist einfach, dass man... Ja, bei Werbung will man ja eigentlich auch immer irgendwie Gegenstände bewerben, ne? Irgendwelche, keine Ahnung, Getränke verkaufen. Wir haben auch unsere Sticker. Ja, das stimmt. Aber dass man darin, also es ist ja eigentlich ganz einfach, keine Frauenkörper zu objektifizieren oder keine Tiere so darzustellen, als wären sie glücklich in der... Das ist Werbung, ja. Nicht für uns. Nee. Genau. Der Unterschied ist, dass es keine wirtschaftlich stark finanzierte Werbung ist, die aus einer ethischen Ansicht... Aber ich glaube, es gibt trotzdem... schon viele jetzt Werbungen, die niemanden diskriminieren. Das ist, ja, das ist eigentlich nicht so schwer zu machen, wenn man... Das ist vielleicht halt nicht der erste Gedanke, den viele haben. Ne? Yay. Ja. Das Minimum wurde erreicht. Objektivierung wird verfestigt durch Sprache, oder? Was kommt als nächstes? Genau, das kommt als nächstes. Ist da noch irgendwas? Ich fand, ich habe so ein Magazin gefunden, im Internet, da steht, Falk Paulert weiß, was Hühner wollen. Und das ist halt so das Gegenbeispiel, wie man Tiere auch irgendwie sexistisch irgendwie darstellen kann. Das ist auch lustig, also fand ich lustig. Und was auch die Frau gesagt hat, so, dass Tiere auch sexualisiert werden, weil das spielt so auf ein bisschen... Ja, er weiß, was sie wollen. So sexuelle Ebene. Ja, genau. Und was ich interessant fand, dass Frauen werden ja oft als empathischer und tierfreundlicher wahrgenommen. Ja. Kann es daran liegen, dass sie halt sehen, die Tiere haben irgendwie Gemeinsamkeiten mit den Wild? These ist draußen. Nein, also ich glaube generell... Warum ist das so? Also ich glaube generell ist das ja auch wieder eine Art von... Ja, wie wir Frauenbilder typischer sehen, dass die mehr Emotionen haben und die Männer mehr rational denken oder so. Also das ist, glaube ich, in erster Linie nicht so. Es ist aber interessant, weil es gibt schon Überschneidungen, dass die meisten Veganer, aber ein großer Teil der VeganerInnen sind junge Frauen. Oder das ist die Gruppe in unserer Gesellschaft, die irgendwie eher früher zu Veganismus neigt. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob erforscht wurde der Grund dafür, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass jede Art von Gruppe, die diskriminiert wird, neigt, glaube ich, schneller dazu, mitzufühlen oder zu merken, dass andere Gruppen auch diskriminiert werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der standardweiße Mann, der von unserer Gesellschaft profitiert, nicht über sein Verhalten reflektiert, weil er gar keine negativen Folgen darüber zieht und nicht das Bedürfnis hat zu reflektieren, füge ich irgendwie Leid hinzu, was mache ich damit meinen Handlungen? Und vielleicht Menschen, die diskriminiert werden, neigen eher schneller dazu, auch diese Reflexion zu machen. Nun, kurzer Einwurf, dann kannst du ja, ich... Ja, Ansgar war auch schon das ist okay. ich glaube, es ist auch einfacher für Frauen, weil sie in eine Rolle gepackt werden, in der sie empathisch sein sollen, in der es typisch sogar für viele ist, Tod nicht zu mögen oder Gewalt nicht zu mögen, dann am Ende zum Vegetarismus oder Veganismus zu switchen. Und von Männern wird es erwartet, dass sie Gewalt lieben und totes Tier lieben und das ist männlich zu grillen. Deswegen ist es schwieriger, glaube ich, auch diese Transition zu machen. Und jetzt du bitte. Also es ist schon richtig, dass das sehr viel kulturell suggeriert wird, was männlich ist, was weiblich ist, dass Empathie mehr weibliche Charakteristiken sind. Allerdings denke ich auch, und ich bin ja eine eher weiblich identifizierende Person, dass es trotzdem an sich leichte, also biologische Differenzierungen trotzdem zwischen den Geschlechtern gibt. Den angebundenen Geschlechtern, die halt nicht komplett homogen sind. Das heißt nicht, dass manche von der einen Seite nicht in die andere Seite reinrücken und andersrum. Dass es sehr viele Überschneidungen gibt, sehr viel mehr, als wir das auch wahrnehmen. Aber auch durch diese ursprüngliche Differenz kommt da das auch nochmal sozial zustande und das verstärkt diese Unterschiede noch mehr.
Und das Soziale und ich denke auch teilweise das Biologische fügt vielleicht auch eher dazu, dass diese Diskrepanzen entstehen. Das ist nur eine Hypothese. Was mir gerade kam, vielleicht auch das Historische, ne? Weil wenn Frauen früher oder heute auch noch mehr zu Hause sind, mehr sich um Kinder kümmern, mehr sich um Haustiere kümmern, ist es ja klar, dass sie eine stärkere Verbindung haben zu diesen Tieren und die Männer, die ganze Zeit arbeiten sind und Geld verdienen, die können das ja gar nicht. Im Schlachthaus arbeiten. Im Schlachthaus arbeiten, die sind da davon weit entfernt. Aber okay, wir wollten zur Sprache übergehen. Wolltest du da was sagen, oder? Ich hätte jetzt nur, wie gesagt, die Objektivierung, die sowohl Frauen als auch Tiere in unserer Gesellschaft erleben, verfestigt sich halt durch Sprache. Und sind da einfach ein paar Beispiele eingefallen. Durch Sprache geschaffen, also dass Sprache unsere Realität schafft und dadurch, dass wir Wörter benutzen, die Frauen als Objekt darstellen oder auch Tiere halt, indem wir es Essen nennen und nicht als jemand bezeichnen, dann schaffen wir das. Es ist auch ganz, ich habe mir jetzt ein gutes Beispiel eingefallen, was sowohl Frauen als auch Tiere objektiviert, wenn man eine Frau zum Beispiel dumme Kuh nennt. Geile Sau. Ja, beides, ne? Ja. Was soll das heißen? Also oder auch, dass wir grundsätzlich Tiere als Beleidigung sehen. Menschen essen, Tiere fressen. Menschen ja, essen, allein Tiere schon fressen, diese Unterscheidungen, Das ist ganz interessant, das sind verschiedene Sprachen, auch verschiedene. Ja. In Japanisch gibt es auch unterschiedliche Arten zu sprechen. Ja, also was ich sagen wollte, ist, dass halt auch in Sprachen wie Japanisch oder Arabisch sogar noch mehr, es zum Beispiel eigentlich gar keine Art und Weise gibt, wie man zwischen den Geschlechtern differenziert. Es gibt keine geschlechtsneutrale Art, Dinge zu sagen. Keine Geschlechtsneutrale. Es gibt keine oder es gibt eine Geschlechtsneutrale? Aus den Hebräischen zum Beispiel, deswegen wird Gott zum Beispiel als Mann identifiziert, weil es auch keine Zwischenform gibt, im Hebräischen, oder gab es ursprünglich nicht. So wie Göttin, oder was? Ja, es geht nur als Göttin oder Gott. Okay. Und das ist auch bei den Arabischen so. Es gibt Bewegungen, die das gerade umändern. Aber genauso im Deutschen haben wir das ja auch teilweise. Mhm. Und das suggeriert natürlich bestimmte Weltbilder. Und das Gleiche gilt auch für Tiere, wenn wir halt Tiere als Dinge zum Beispiel zeichnen. Livestock. Ja, genau. Gott, ja. Ich finde das ganz interessant. Okay, ich glaube, Englisch ist die einzige Sprache, die ich kenne, die keine Geschlechter verbunden hat damit. Hm. Also es gibt Wörter haben ja keine Geschlechter in der englischen Sprache und es gibt eigentlich immer nur für die meisten Berufe oder so immer nur eine geschlechtsneutrale Art, das zu sagen. Im Mongolischen ist das auch so. Arzt gibt es nur Arzt. Gibt es keine weibliche, keine Ärztin. Auch bei jetzt, wenn wir über Feminismus reden, da geht es ja auch oft um dieses Catcalling, sexuelle Belästigung. Mhm. Und da ist es ja auch in unserer Gesellschaft sehr, sehr common, leider noch, dass wir das dann herunterspielen oder die Frau dass die Frau Schuld hat, weil sie vielleicht wie auch immer angezogen war. Ja. Oder dass es alles als Kompliment gesehen wird. Genau, oder Boys will be Boys, das machen halt Männer so. Ja. Das sind ja so Dinge, die auch dann sprachlich dann quasi die Sache verharmlosen. Mhm. Wie halt auch bei Tieren. Hast du ein Beispiel vielleicht? Für Frauen? Für Tiere jetzt. Ich habe gerade überlegt. Vielleicht so, das ist ja nur ein Tier, oder weiß ich nicht, das ist ja... Also ich hätte jetzt vielleicht als Beispiel, auch wenn man sagt, dass Frauen immer gesagt wird, sie sollten das als Kompliment sehen, dieses Catcalling, oder sollten es schön finden, dass Männer sie mögen, weil darauf sollten wir uns ja gut fühlen, dass wir Tiere in Commercials oder so darstellen, dass sie glücklich sind. Also dieses Milka-Commercial, fällt mir da mal in die glückliche Kühe auf der Weide. Ja, nur 50 Kühe. Genau, ja. Und dann lächeln die da so und sind auf so einer schönen grünen Wiese und so. Und dass es denen gefallen sollte, dass wir irgendwie Milch von denen beziehen oder sie ausbeuten. Ja, auch in Gesprächen höre ich das auch ganz oft. Allein der Mindset, was auch in der Sprache immer erzählt wird, ist dann ja, die Tiere, die wollen das ja. Oder das ist ja... Denen geht's gut. Denen geht's ja gut. So dann sagen auch Leute immer ganz paradox, was sie wirklich nie tatsächlich, wenn es ihnen passieren würde, auch mögen würden. Aber sie sagen dann, also wenn ich ein Tier wäre und wüsste, dass meine Milch oder mein Fleisch einer anderen Spezies hilft, ach, dann würde ich dafür sterben. Sagen das Leute? Das habe ich schon mehrfach gehört. Ah, das ist ekelhaft. Das ist halt so, wenn du einkommst und sagst, so, wie würdest du dich fühlen, wenn die Aliens kommen? Und dann sagen die einfach, nee, also ich fände das toll, von Aliens misshandelt zu werden.
Aber gut, das schweift jetzt ein bisschen. Das Gespräch hatte ich auch heute. Ja. Oder? Das habe ich noch nie gehört. Aber sehr, sehr abgedriftet auf eine sehr spekulative Ebene. Ja, weil was soll man darauf noch sagen? Wenn jemand sagt, jede Misshandlung ist okay, ich finde sie okay. Man kann vielleicht sagen, dass sie das vielleicht nur so sagen, aber sie eigentlich wissen, sie würden es nicht gefallen. Ja. Und dann ein Gespräch abbrechen, weil was willst du dann? Ja. Aber gut, wir schweifen sie ab. Ja, oder humanes Schlachten. Das ist ja auch so ein schönes, schönes Wort, was den ganzen Prozess dahinter total verharmlost. Wäre auch ein Beispiel dafür. Ja. Genau, kann töten überhaupt human sein? Ist das nicht dieselbe Sprache, wie auch gegenüber Frauen anwenden und so weiter? Mhm. Oder wenn Jäger Artenschutz sagen und dann Tiere abknallen, ist auch okay. Ja. wow. Ja, oder dass wir Tiere in Kilos oder Tonnen abwiegen, aber nicht als Individuen sehen. Dann die Kuh wiegt so und so viel Tonnen und die Schweine wiegen so und so viel, aber allein ist die haben Fleisch bezeichnen oder essen und nicht totes Leder, Tier. Leder, Pelz. Nicht als Haut. Was mir auch noch einfällt, als ist es richtig rum? Ja. Wie rum ist egal, nur die Richtung ist Ach so. Das ich dachte die ganze Zeit, es geht um welche Richtung. Nee. Was mir noch einfällt, und das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber auch der Orgasmus der Frau, der leider nicht anerkannt worden ist, ist ja auch eine Art von Wohlbefinden, was Frauen aberkannt worden ist, eine lange Zeit und ignoriert worden. Und genauso, und das soll keine Gleichstellung sein, aber genauso wird das Bewusstsein den Tieren aberkannt, deren Fähigkeit, Wohlbefinden zu spüren. Ja, das stimmt. Dadurch würden auch Frauen viel mehr zum Objekt, dass der Sex sich gut anfühlt für den Mann und die Frau ist halt nur da, damit sie schwanger wird. Genau. Dass es im Prinzip für sie kein Problem ist, nichts Schönes sein kann. Mhm. Ja, das Tier kann auch nicht, kann nicht gut behandelt werden oder schlecht behandelt werden. Das ist einfach nur da, um benutzt zu werden. Ja, aber auch wenn wir bei Sex bleiben, jetzt bei Frauen oder halt bei Tieren im Besamungsbusiness, bei Sauen zum Beispiel, wird auch von die Sau wird bedeckt besprochen, so statt geschwängert zu sagen oder eben der Ebergang, also wenn der Eber die Sau besteigt und so. Das sind so alles so Wörter, die wir schön benutzen, damit das halt nicht so komisch klingt, nicht so menschlich klingt. Mhm. Und ich hatte so einen Artikel gelesen, Ratgeber Sauen erfolgreich besamen gestern. Das fand ich sehr interessant, was die da so schreiben. Und zwar zum Beispiel, die Helligkeit im Kopfbereich der Sauen sollte idealerweise 300 Lux betragen oder Lumen oder Lux. Lux. Oder vom ersten Absatztag an sollten zweimal täglich Eber zur Stimulation eingesetzt werden, bestenfalls mehrere für die Sauen. Hygiene und dass halt die Besamung bei den gut gedulteten Sauen beginnen sollte und dann erst die schwierigen Fälle kommen. So, es sind alles so, ich dachte, geben Sie zu, dass es schwierige Fälle gibt. Ja. Weil viele Leute sagen ja auch, ja, die finden es nicht so schlimm, wenn die besamt werden. Oder mögen sie ja schon. Oder so. Ja, oder ist denn egal. Das mag doch eigentlich jeder. Ich habe mich immer gefragt, weil ich war mal ein bisschen unsicher, was so, also manche benutzen ja das Wort Vergewaltigung in dem Sinn und das regt viele Leute auf. Wegen der Gleichstellung. Aber ich bin mir noch unsicher, was das Leid angeht des Tieres, wenn es jetzt um die Besamung geht. Ich frage mich, ob das bei manchen Tieren wirklich denen egal ist. Und ob, also sicherlich vielleicht auch ein paar das betrifft. Ich bin mir sehr unsicher. Nein, wenn ich mich in das Tier hineinversetzen würde oder eine Kuh, dann würde ich denken, dass sie einfach so abstumpfen, weil sie halt. Stell dir vor, du wächst einfach in so einem Ort auf. Du kennst ja gar nichts anderes. Die Tiere kennen ja nichts von der Welt, wurden nicht aufgezogen von ihren Eltern oder was auch immer. Und deswegen würde ich sagen, stumpfen sie halt leider sehr, sehr stark ab. Und dann kann es sein, dass es denen egal ist oder dass sie da weniger dabei fühlen. Aber hier sage ich auch wieder, das ist absolut irrelevant, weil wir wissen nicht, wie sie sich dabei fühlen. Und wir kennen Fälle, wo man von außen sagen würde, das gefällt ihnen jetzt nicht. Unbedingt. Ja. Aber es ist ja auch egal. Ob sie was fühlen oder nicht, ist es egal. Es ist nicht unser Recht, das zu tun. Und das ist ja der Grundpunkt. So. Genau. Und zur Not gibt man allen einfach the benefit of the doubt. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Tier wirklich Schmerz spürt, wenn ich ein Messer an den Hals ramme, dann tue ich es nicht, weil ich mir nicht sicher. Also bei einer Karotte bin ich mir sicher, weil es kein einziges Anzeichen dafür gibt oder keine wissenschaftliche Basis. Ja. Und dann tue ich es. Aber
bei einem Well, Besuch. Actually. Okay, neues Podcast-Thema. Aber man schweift ab, man sieht halt in den Artikeln, wie die Sprache genannt wird. Ne? Das wird, Tieren werden ja als Objekte dargestellt, ja, genau, die man besamt, damit man Profit rausziehen kann. Eigentlich. Ja, genau, Maschinen. Ja, ja. Und das ist, finde ich, halt irgendwas, was man aus der feministischen Bewegung darauf auch übernehmen kann, ja, dass die Sprache halt leider auch sehr, ja, ja, und das, sehr viel das, runtermacht. Das, sehr viel Gefühl ist, also vor allem eben die Milchindustrie und auch die Besamungsstationen sollten halt gerade für FeministInnen sehr, ja, sehr kritisch gesehen werden, weil das sind ja eben weibliche Tiere, die ihre Kinder nicht großziehen können, die Kinder werden weggenommen und die werden dauerhaft schwanger gehalten, kontinuierlich. Wobei man da auch, achso, ja, kannst du erst, ja. Danke. Nee, du kannst erst, alles gut. Hast du deinen Kopf geschüttelt, Ansgar? Ja, weil, also, I don't agree. Inwiefern? Ja, das sind weibliche Tiere, aber der Diskriminierungsgrund in dem Fall, die weiblichen Tiere ausbeuten, ist sozusagen zufällig daher, dass die weiblichen Tiere die laktierenden Lebewesen sind und genauso werden die männlichen Tiere diskriminiert. Der Diskriminierungsgrund ist nicht die Weiblichkeit des Tieres, sondern die Spezies des Tieres. Und sicherlich sollten Feministinnen, die dem Wohlbefinden als Idee haben, das natürlich auch schlecht beheißen. Aber ich denke nicht, dass es ein biologischer, sexbasierter Grund ist, sie zu diskriminieren, die Kühe als solches. Aber das ist meine Sicht. Vielleicht gibt es auch Argumente. Man muss da sagen, dass auch die männlichen Tiere in der Milchindustrie und Eierindustrie leiden. Also sie werden ja dazu gezwungen, die weiblichen Kühe dann zu besamen, oder? Ja? Oder werden halt davor schon vom Sperma genau, und das oder direkt ja umgebracht. Genau, ja. Also das greift ja auch alles in deren Rechte ein. Ja. Aber ich finde, was man halt sagen muss, sie werden nicht aufgrund von deren Geschlechtern also diskriminiert in der Milchindustrie. Trotzdem wäre es, glaube ich, für feministische Menschen interessant, weil das halt diese Selbstbestimmung der Körper wegnimmt. Wenn ich jetzt irgendwie Aktivistin bin dafür und sage, alle Menschen müssen über ihren Körper selbst bestimmen können, jetzt im Hinblick auf Abtreibungsgesetze oder und so weiter, dann muss ich auch anerkennen, dass ich dieses gleiche Recht den Tieren auch geben muss, wenn ich mich dafür einsetze. Also weil ich finde, das Kapazität ist die Überschneidung. Besitzen. Genau, ja. Und das ist der Überschneidungspunkt und nicht aufgrund von ihren weiblichen Körpern werden Kühe irgendwie jetzt ausgebeutet. An dieser Stelle wollen wir eine Triggerwarnung herausgeben. Es folgt sensibler Inhalt. An also, der Stelle? Genau. Ja. Außer du hast jetzt nee, weil du es auch gerade angesprochen hattest, ich habe persönlich öfter in der Vergangenheit das Wort Vergewaltigung benutzt, auch wenn ich über Tiere geredet habe. Und jetzt im Zuge, wo ich mich hier informiert habe, aber auch schon davor, ist mir halt aufgefallen, dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Und zwar aus zum einen dem Grund, dass die Vergewaltigung, die bei uns Menschen stattfindet, oft halt passiert, weil wir Machtstrukturen haben und in der Vergewaltigung will jemand oft eine andere Person mit Gewalt erniedrigen oder erkennt nicht deren sexuelle oder körperliche Autonomie an. Und bei der künstlichen Besamung findet es halt aus wirtschaftlichen Gründen statt, wie was wir gerade halt gesagt haben. Und zum anderen sollten wir das auch aus Respekt vor betroffenen Menschen machen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, manche möchten nicht mit Tieren verglichen werden und sowas muss man dann halt auch ernst nehmen und verstehen. Und ich glaube, auch wenn, man sollte halt beides als sehr schrecklich ansehen, Vergewaltigung bei Menschen und die Zwangsbesamung bei Tieren, aber man muss sie nicht unbedingt vergleichen aus genau diesen Gründen. Ich finde da wichtig, die Zwangsbesamung zu sagen, weil es gibt ja auch freiwillige Besamung, das, also von Menschen, wir können uns ja, also wenn man künstlich Kinder bekommen kann, kann man ja auch künstliche Befruchtung. Genau, künstliche Befruchtung und so. Es ist wichtig zu sagen, dass die Tiere das ja auch nicht haben wollen. Und Besamung ist ja nicht gleich also sexueller Kontakt in der Hinsicht. Genau. Ja, umfasst alles. Zwangsbesamung ist ein gutes Wort. Allerdings, ich finde, vielleicht ist es dort wichtig, trotzdem zwei verschiedene Thematiken, wenn wir noch die Zeit haben, anzusprechen, ist, dass wir in der Biologie und auch in der Evolutionsbiologie oftmals Vergewaltigung eigentlich trotzdem als Idee aufgreifen, was zum Beispiel jetzt Delfine und andere Spezien angeht, die auch aus diesen Machtstrukturen andere Teile ihrer Gruppe vergewaltigen. Das passiert in der Natur auch. Ja, es gibt so Gang-Rapes und sowas von Delfinen gegenüber weiblichen Tieren. Oder ich würde ganz kurz erwähnen, wir sollten ein Trigger-Warning hier reinmachen, wenn es vorher kommt. Ja. Also sorry alles gut, ist ja okay, darüber zu reden, aber
bevor wir zu diesem Teil des Podcasts kommen, dass kurz so ein Trigger-Warning kommt. Ja, ist gut. Ich glaube, das ist... Das ist ein bisschen... Es ist halt vielleicht wichtig zu sagen, so die Sachen existieren in der Machtstruktur und Hierarchie auch in der Natur, dass die Natur nicht so schön ist unbedingt, wie wir sie jetzt immer darstellen. Mhm. Also die Romantisierung ist vielleicht nicht ganz richtig. Und dass es einfach auch eine praktische Ansicht ist, zu sagen, dass die Tiere nicht vergewaltigt werden, weil halt Individuen in der menschlichen Gesellschaft das dann direkt damit auf sich beziehen. Und dass es eher eine praktische Ansicht ist, als was deontologisch ist, also dass wir sagen, das ist einfach immer falsch, das zu sagen, sondern eher, dass das einfach auch unpraktisch ist für uns als VeganerInnen, diese also Vergewaltigung als Wort zu benutzen in dem Umfeld. Das ist konträr zu unserer Bewegung. Ja, absolut. Nur muss man gesagt haben. Was gibt es denn noch für... Ja, wir haben jetzt schon sehr oft über so Gewalt gesprochen, also Vergewaltigung ist ja auch eine Form von Gewalt und so weiter, deswegen geht das ja auch Hand in Hand mit Sprache und Objektivierung, deswegen kann man eigentlich nicht so viel ergänzen. Ich glaube, was ich noch interessant war, war, dass laut Studien häusliche Gewalt eng mit Gewalt an Tieren einhergeht, was ja irgendwie auch Sinn macht, oder dass hier Tierquäler auch häufiger Gewaltverbrechen gegen Menschen Ich habe das auch mal in einer Studie gelesen, dass in Orten, wo es ein Schlachthaus gibt, dass da in den Orten eine hohe Zahl von häuslicher Gewalt vorhanden ist. Besonders von den Menschen, die halt in Schlachthäusern arbeiten, die jeden Tag Gewalt an Tieren ausüben und Mord betreiben, eine niedrige Schwelle haben, zu Gewalt dann auch an anderen Menschen auszuüben, was dann meistens halt deren Frauen oder Kinder sind zu Hause. Und auf der anderen Seite muss man sich jetzt mal eine Welt vorstellen, in der alle Leute vegan leben. Kann man sich ja in so einer Welt, wenn Leute wirklich aus ethischer Überzeugung vegan nehmen, weil sie sagen, dass andere Lebewesen einfach das Recht haben zu leben, kann man sich so einer Welt vorstellen, dass jemanden wegen Hautfarbe oder Geschlecht diskriminiert? Ich könnte es halt schwierig. Ich verstehe es. Aber. Aber ich war beim Vegan Campout. Oh, okay, ja. Das war super geil. Es war super, dort zu stehen und zu wissen, alle um mich rum, 9000 Leute, die gerade zusammen feiern und sind vegan. Trotzdem hatte ich mit Leuten, mit denen ich dort war, auch ein paar unangenehme Erfahrungen, was halt auch diese Bereiche angeht. Mhm. Und das verschwindet nicht ganz. Es verschwindet nicht ganz, weil ich glaube, auch wenn Menschen vegan leben, muss man trotzdem immer noch sein Verhalten reflektieren. In einer perfekten, idealen Welt, wenn Menschen wirklich nach dem Prinzip Veganismus leben würden, so wenig Leid wie möglich, und dann würde wirklich niemand diskriminiert werden. Aber das kann man vielleicht nicht so pauschalisieren. Gut, das war vielleicht stark vereinfacht meinerseits. Aber trotzdem. Für reine Definition sollte es so sein. Ja, das ist die Utopie. Ne? Wir sind halt nicht perfekt. Das kann dann trotzdem passieren, dass wir nicht reflektiert sind. Manche Leute realisieren das ja auch gar nicht. Ja, genau. Darum geht's. So, sie können verstehen, okay, so ein Tier so mit einem Bolzenschussgerät abzuschießen oder in Gaskammer zu schicken, ist vielleicht für die ein bisschen präsenter als jetzt, wenn sie einen blöden Spruch machen. Ich denke mal, dass es dann wahrscheinlich da auch passiert, ne, dass Menschen das nicht reflektiert haben, diese Sprüche oder so. Ja, ich muss es auch selber sagen, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren vegan, aber ich habe mich auch vorher nicht so intensiv mit Rassismus oder Feminismus beschäftigt. Und ich glaube, ich war am Anfang auf jeden Fall auch noch eher eine Person, die aus Versehen Menschen diskriminiert hat, weil ich es einfach nicht besser wusste, weil ich mich nicht reflektieren konnte. Also es kann auf jeden Fall beides nebeneinander existieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ist es halt bei Gewaltopfern so, dass sie ungern oder dass es einfach schwer ist, Hilfe zu suchen. Ne? Also jetzt bei Frauen zum Beispiel. Oder sie schämen sich, Opfer zu sein, und man glaubt der Frau gar nicht ihre Situation. Tiere können ja nicht mal irgendwie Hilfe suchen, die können ja nicht mal die Polizei rufen oder sich irgendwie andersweitig helfen. Deswegen, das ist schon mal eine ziemlich krasse, das ist ein krasser Unterschied bei Tieren leider. Also ich will nicht wissen, wie viele Haustiere auf der Welt da irgendwie schlecht behandelt werden. Mhm. Ja, und eben, um die Gewalt an Frauen zu beenden, müssen wir einfach alle Gewalt beenden. Hatten wir schon am Anfang, das ist einfach, es geht nicht das eine oder das andere.
Vielleicht eine Sache, die wir als Parallel zur Vertragstheorie nochmal ziehen können, ist, dass eine Sache, die sie gut beschreibt, ist, dass die gerade der Menschen, die diskriminiert werden, also die Diskriminierung geht oft Hand in Hand mit der Fähigkeit, seine eigene Diskriminierung zu verändern. Zum Beispiel jetzt mit dem Feminismus, Frauen haben es schwerer, gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Ja. Für queer Personen ist es noch schwieriger, weil sie noch marginalisierter sind. Und für Tiere ist es sogar noch schlimmer, dass es dort diese Abstufung gibt und dadurch aber auch die Obligation, mehr oder weniger, also dass die Obligation da ist, den marginalisierten Gruppen, auch wenn man selbst Teil ist oder nicht Teil ist, mit seinem besten Willen zu unterstützen, weil halt die unterschiedlichen Möglichkeiten da sind. Und wenn man Feministin wirklich ist, dass man das versteht, dass die am schwächsten sind, am meisten Hilfe benötigen. Ja. Genau. Deswegen wichtig, auch so Ally zu sein, dann auch zu der Veganismusbewegung. Ja. Da habe ich einen tatsächlich mal guten Vortrag gesehen von einer Gruppe, die hieß Jungmutter Vegan. Wer ist das? Ja, erzähle ich dir später. Das ist wirklich sehr gut. Ja, tatsächlich, die waren an der Schule und da hat einer über das Modell von Peter Singer geredet, dass wir halt verschiedene Kreise haben, in denen wir Leute in unsere moralischen Entscheidungen mit einbeziehen. Und wie ist diese Person? Anske hieß sie, glaube ich. Nicht so ein cooler Dude mit einem lieben Herrn auf jeden Fall. Und das halt die ganz der äußerste Ring, da beziehen wir auch mit Tiere ein und ganz viele Leute ziehen halt diesen Ring sehr klein, um die Person oder die Lebewesen, die sie in ihre moralischen Entscheidungen mit einbeziehen. Und wenn man halt vegan lebt oder vegan wird, dann erweitert man einfach den Ring in den Kreis von... Solange man nicht die inneren Kreise vergisst. Das ist das Wichtige, genau. Wow. Okay, dann kommen wir zum letzten Punkt, Unannehmlichkeiten, Inconveniences. Bei Feminismus ist es ja klar, wer quasi nicht profitiert von der Bewegung, das sind ja die Männer bisher oder die AusbeuterInnen. Was würde euch da so einfallen? Wobei man auch sagen muss, dass Männer auch schon von Feminismus profitieren. Ja, also, das ist sehr wichtig zu sagen. Man denkt immer, dass Männern was verlieren würden, wenn wir eine feministische Gesellschaft wären oder eine gleichberechtigte Gesellschaft der Geschlechter. Ja. Aber ich müsste dann mehr Hausarbeit machen, oder? Das ist nicht. Auch besonders Transgender-Personen, weil wenn wir es jetzt von dem Biologischen sehen, die sind ja auch stark diskriminiert, weil sie in dieser Rolle gezwungen werden, eine männliche Person zu sein, weil sie so geboren sind. Ja. Genauso für, also, oder männlich oder weiblich geborene Personen. Nicht binär, ne? Aber, um auf meine Liste der männlichen Privilegien zurückzukommen, es gibt trotzdem Dinge, von denen männlich sozialisierte Menschen meistens weiße Männer auch aufgeben müssen, damit dann alle irgendwie profitieren davon im Endeffekt. Ja. So. Was sind diese Dinge? Ja, ich suche, warte. Ja, dass man zum Beispiel absolut keine Belästigung mehr toleriert gegenüber anderen Menschen. Und das kommt ja häufig von Frauen gegenüber, Männern gegenüber Frauen. Also sei es Catcalling oder andere Art von Belästigungen. Aber ist Catcalling ein Privileg, was man dann aufgeben müssen? Nee, nicht ein Privileg, aber es ist ja einfach eine... Ich glaube, das... Was? Könnt ihr nochmal für mich beschreiben, was Catcalling ist? Weil ich wenn man eine Frau hinterherruft, ey... Ja, also es sind halt dumme Sprüche, die dann auf so Pfeifen oder sowas. Pfeifen oder auch halt Kommentare zu den Körper, ungewollte Kommentare, wenn man unterwegs ist. Das habe ich auch schon von beiden Seiten erlebt. Ja, genau. Also es gibt auch Catcalling von Frauen auf Männern, wo Männer hinterher gepfiffen werden. Eben, ich meine nur, das Gewicht ist halt viel mehr auf der einen Seite. Ja, das deswegen, ist richtig. Klar profitieren alle davon, aber es müssten halt viel mehr damit aufhören. Richtig, auf jeden Fall. Wie bei Veganismus, dann müssten ja auch viel mehr, 99% der Menschen müssten aufhören, tierische Produkte zu konsumieren. Die müssten alle kurze Zeit vielleicht eben leiden oder was auch immer sich verändern, aber das will halt insgesamt das Wellbeing, das Wohlbefinden erhöhen. Ich denke, es ist für viele Leute schwierig, das also zu wahrzunehmen, dass sie halt diese Privilegien haben, weil sie nicht den Kontrastpunkt haben. Genau, ja. Weil ich jetzt immer transgender oder nicht-binäre Menschen zurückkomme, dass Leute, die zum Beispiel also Hormone Replacement machen und halt wirklich sich dann auch weiblich repräsentieren, das wirklich oder männlich,
also wirklich sehen, wie stark ihre Privilegien dadurch steigen oder senken, solange es keine so äußerlichen Faktoren gibt, die man dann wirklich erkennen kann. Ja. Ich habe die Liste gefunden. Ja? also hier stehen zum Beispiel Sachen wie: Meine Kleidung und meine Körperpflege sind relativ billig und brauchen wenig Zeit. Das ist ein Privileg, was wir Männer haben. Und gut, das müssen wir vielleicht nicht aufgeben. Nee, eigentlich nicht. Okay, vielleicht muss man sich mehr mit dem beschäftigen, um jetzt wirklich irgendwelche Aussagen dazu zu treffen. Ja. Man kann dagegen protestieren. So sieht's aus. Ja. Deswegen, wir sollten einfach, die Nicht-VeganerInnen sollten einfach akzeptieren, dass Tiere eben genauso empfindungsfähig gewesen sind und ein Innenleben haben, ein soziales Innenleben und frei von Leid sein möchten und auch sehr komplex sind in ihrem Denken, komplexer als wir vielleicht verstehen. Mhm. Und dass sie deswegen, nicht nur deswegen, aber auf jeden Fall deswegen es nicht verdient haben, von uns so ausgebeutet zu werden und gegessen zu werden. Und ja, deswegen sollten alle FeministInnen, die nicht vegan leben, auch sich dahingehend auf jeden Fall beschäftigen mit der veganen Lebensweise, oder? Ich glaube, wir haben viel zusammengetragen, wo sich die Werte überschneiden, was die Gemeinsamkeiten von Diskriminierung nach Geschlecht und nach Spezies sind. Und ich glaube, es ist auch im Interesse von vielen Menschen, die sich mit Feminismus beschäftigen, sich auch mit dem Veganismus zu beschäftigen, weil im Endeffekt beschäftigen wir uns mit Feminismus, um niemanden mehr zu diskriminieren, um halt zu wissen, wie Diskriminierung aussieht in unserer Gesellschaft. Und wenn man schon so weit ist, sich eine Welt herbeizusehen, in der man nicht aufgrund seines Geschlechts diskriminiert wird, dass man auch auf jeden Fall eine Welt präferieren würde, in der Tiere nicht misshandelt werden, weil sie jetzt weniger wert sind. Angesehen werden als wir Menschen. Gut, closing remarks. Danke fürs Zuhören. Bleibt natürlich jung. Brutal. Nicht toxisch brutal. Und natürlich vegan. Danke, Leonie, fürs Vorbeikommen. Danke für die Einladung.